Zurück zu Lufia, in Nazar, nee, Forgotten World. Ich habe den Namen nicht notiert. Moment. Forgotten World. So. Wir haben den Kampf gewonnen gegen einen Schleim. Schauen wir mal kurz in der Stadt. Schön. Wahrscheinlich müssen wir nach rechts. Uns wurde definitiv gesagt, wo die Grotte ist. Aber ich hab's mir immer wieder nicht gemerkt. Nimmt denn keine Rücksicht auf diese vergesslichen Menschen? Wir haben jetzt auch schon einige Goldmünzen gesammelt. Könnten wir was kaufen? Heilwasser. Und ein Level up. Oh, fein, fein. Feini, fein. Ich habe 5 Heilwasser, aber ich habe das Gefühl, es reicht nicht. Kaufen wir lieber noch was. Nummer sicher gehen. Item. Hi. Junge Mann. Kraftwasser. 5 dürften reichen. So. Und dann in die Kirche. Hollerö. Um zu speichern. Und weiter geht's. Ah, wir können es an allen Seiten verlassen. Klasse. So, dann gehen wir mal nach Osten. Wenn es wirklich im Osten ist, wie kann es sein, dass die Kinder so weit weggegangen sind, um dort zu spielen? Die laufen dann durch einen Wald, laufen einem Gebirge vorbei, dann das Meer entlang und dort spielen sie dann? Das wäre nur logisch, wenn diese Grotte dort nicht wäre. Wir werden sehen. Aber gut, es ist ja hier anscheinend auch logisch, dass ich in einem Inn übernachten kann, was gleich neben meinem Haus ist. Ja. Also wenn die Monster später genauso oft erscheinen. Also wie Sölf mir gesagt hat, es wird schwierig. Das war's. Ja, hier lang. Ja, die Kinder, die müssten dann noch ein Bergkamm umgehen, sich gegen Monster wehren. Obwohl, die sehen aus wie Wackelpudding. Wahrscheinlich essen die. Oh, so mal! Es ist unlustig. Aber gut, es geht noch. Die sind schwach. Ey, ey. Du Sau. Schlucke kalten Stahl. Getränkt mit dem Schleim deiner Brüder. Heilwasser. Nochmal. So. Hinein. Ja, hier sind wir richtig. Also hier haben dann wirklich die Kinder gespielt. Achtet mal auf solche Details in diversen Spielen. Der muss ja auch mindestens auch schon Level gestiegen sein. Genau, hey, ich habe ein Butterbrotmesser oder so. Ich kann mich wehren. Ja, und er auch. Okay, ich scheine doch nicht aus einem vergangenen Lufia-Teil zu sein, wenn die jetzt so zusammenarbeiten. Also mindestens einer von ihnen ist neu, vielleicht sind es auch beide. Vielleicht weiß ja einer von euch Bescheid. Ich habe, wie gesagt, Luffy noch nie gespielt. Ah, hier in den Dungeons tauchen die so auf. Protoblob, leck mich fett. Hält jetzt aber sehr viel aus. Oder Leute, ist einfach nur tierisch schwach. Hey Leute, machen wir mal was. Da-da-da. Wenigstens kann man die in den Dungeons sehen. Oh, ein Rätsel. Ich glaube, das ist das erste Rätsel in meinen Let's Plays. Ah ja, ich sehe schon. Das Blaue muss aufs Blaue, das Rote aufs Rote. Ne? Versuchen wir es mal andersrum.
Nee, passiert nichts. Gehen wir zurück. Denn wie der Spieler weiß, genau. Oh, mal sehen, hier sind jeweils Lücken. Ah, da haben wir noch eine Box. The Box! Ein Stein auf Blau, ein Stein auf Rot. Dann öffnet sich die Tür und alles ist im Lot. Gut, die hier können wir nicht verschieben. Ah ja. Das ist recht simpel. Mach ich mal so. Zack, 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 zack. Schauen wir mal weiter. So. Ja, Mann, ich bin echt gut. Ich kann Farben voneinander unterscheiden. Noch mehr Schleim. Hi, Schleim. Und eine Echse. Erlegen wir erst die Schwachen. Yeah. Böser Leut. Falsches Monster. Protoblob. Leut, du bist viel zu schwach. Und diesen Dungeon wolltest du wirklich alleine bestehen? Gegen Schleime und Echsen? Die mindestens 5 cm groß sind? Jämmerling. Hi. Fledermaus. Ziemlich aggressive Tierwelt. Wie viel HP haben wir noch? Gut. Das reicht, Dicke. Ey! Du Sau! Entergekloppe ist es bis jetzt, aber hat ja gerade erst angefangen. Und Entergekloppe ist nur halb so schlimm, wenn es... Ach, die Mauer, fertig. Entergekloppe ist nur halb so schlimm, wenn man... Wenn sein Kampfsystem mit Wartezeit ist. Da kann man ein bisschen überlegen, kann sich auch mal in der Nase kratzen. Oder irgendwie sowas. Das hat dann mehr mit Strategie zu tun. Yeah. Ding. Leute, du hast nichts drauf. Ich mobbe den jetzt ein bisschen. Okay, für Echsen gibt es 4 Erfahrungspunkte. Yeah, yeah. Woo, level up. Hey. Echse löst sich auf. Lederschild, hey! Haben wir schon. Haben wir auch schon. Also, mal sehen, ob wir noch ein Partymitglied gewinnen, welches kein Schild hat. Oder wir verkaufen es dann. Lass mal hier umsehen. Ah ja. Spitze Stacheln, die aus dem Boden sprießen. Da müssen wir wahrscheinlich einen Schalter umlegen. Du bist jetzt ein gutes Spiel. Können wir es hier zerschneiden? Nein. Bis jetzt macht es Spaß. Schiebe die Säulen auf einen der drei Schalter. Oh, ein Schieberätsel. Schiebe die Säulen auf einen der drei Schalter. Ist der falsche, kommst du nicht mehr in ein hohes Alter. Ah, schon ein Monster oder sowas. Gibt's hier keine... Das ist ein Ratespiel jetzt. Nee, ich sehe es nicht ein, dass das jetzt ein Ratespiel ist. Gibt's denn hier keine Anzeichen? Auf den ersten Blick nicht. Okay, versuchen wir es mal mit dem dritten. Denn mit dem dritten sieht man besser. Mal schauen, ob sich unten was getan hat. Aber Monster oder sowas sind jetzt nicht erschienen. Nö. Okay, dann schieben wir einfach mal, wie uns die Nase passt. Wir nehmen dann nur das erste. Aber erst im nächsten Video. Bis dann.